Tag 7 von unserer Reise. Wir sind jetzt irgendwo in Rumänien, stehen gerade mit dem Zug schon seit einer Stunde. Mal gucken, wann das hier weitergeht. Gestern Abend sind wir über die ungarisch-rumänische Grenze gefahren, aber vorher noch in Ungarn, so gegen 10 Uhr abends, sind ungarische Sicherheitsbeamte durch den Zug gelaufen und wollten die Pässe sehen, relativ rabiat. Aber wir haben noch nicht geschlafen, deswegen war das nicht so das Problem. Gegen 11 Uhr dann sind wir dann durch die Grenze gekommen und dort haben dann die rumänischen Grenzbeamten den Zug kontrolliert und auch die Pässe kontrolliert. Also haben wir die echte erste Grenze wirklich erlebt hier. Und mal gucken, wie das weitergeht. Wir waren jetzt in einem Schlafwagen, haben relativ gut geschlafen, viel Zeit, und ich glaube, der Zug fährt jetzt gleich wieder los. Es wird gleich wieder lauter. Hallo. Heute war unser erster Tag in Bukarest, Rumänien, nachdem wir die lustige, lange Zugfahrt hatten. Wir sind am Bahnhof angekommen und leider hatten wir den Host nicht erreicht, den der uns eigentlich aufnehmen wollte, sodass wir mit ein bisschen Verwirrung dort waren und nicht wirklich wussten, wo wir hin sollten. Zum Glück hatte ich Plan B rausgesucht, ein Hostel, wo ich die Wegbeschreibung aber mir nur ganz schnell hingekritzelt hatte. Das heißt, wir wussten nicht wirklich, wo es lang geht und sind einfach mal in die Metro gestolpert und dann aus dem Metro-Stationspunkt raus, den ich mir aufgeschrieben hatte, und von dort aus haben wir uns mehr oder weniger durchgefragt. Aber wir haben es gefunden, ein schönes kleines Hostel mit dem lustigen Namen Happy Hostel. So happy ist es nicht, aber es ist ganz angenehm zum Wohnen und sie wollen nur 6 Euro die Nacht, das ist total okay. Wir waren heute auch gleich noch in der Stadt und sind in Richtung des großen Regierungsgebäude des Parlaments gelaufen. Dieses Parlament soll das größte noch funktionierende der Welt sein. Ist ein riesiger Klotz aus der Sowjetzeit mit einer riesigen Prunkstraße davor, die dahin führt. Puh, mein persönlicher Geschmack ist es nicht, aber hat was Imposantes auf alle Fälle. Natürlich sind wir dann weitergezogen in die Innenstadt. In die Altstadt, besser gesagt, und dort ist uns aufgefallen, dass sehr viel verbaut wurde. Das heißt, du hast sehr viel alte Häuser aus den letzten 2 Jahrhunderten, 3 Jahrhunderten und daneben oder dazwischen richtig schöne, hässliche Blöcke aus der Sowjetzeit. Man gibt der Stadt zwar so einen gewissen Charme, aber es zerstört auch ihr Gefühl da drin. Und touristisch aufarbeitet ist Bukarest noch lange nicht. Also für alle Individualtouristen, Bukarest lohnt sich noch. Es gibt noch einiges zu entdecken, aber es ist schwer, es zu finden. Und es ist noch aufgefallen, dass ganz viel in Bukarest gebaut wird. Aber es eigentlich keinen Wohnungsmangel gibt. Es gibt sehr viele schöne Häuser, die zerfallen, wo mit ein bisschen Geld man sie wieder wohnungsfähig machen könnte, aber es einfach nicht geschieht. Und die auch mitten in der Innenstadt liegen. Das ist so ein bisschen schade. Der zweite Tag in Bukarest. Und der erste wirklich volle Tag. Also, was uns sehr stark aufgefallen sind, dass es sehr viele arme Menschen gibt. Wahrscheinlich Roma, die auf der Straße versuchen, irgendwie ein bisschen Geld zu machen. Weiterhin haben wir viele Straßenhunde gesehen, die in ihrer eigenen Parallelwelt leben. Ich habe das erste Mal seit Jahren wieder viele Menschen Klebstoff inhalieren sehen, also die Dämpfe davon. Und davon auch ganz viele Kinder. Und das hat mich schon so ein bisschen bedrückend. Wir haben heute auch noch ein lustiges, wahrscheinlich ehemals letztes Haus gesehen. Wir sind dort einfach durch die offene Tür rein und haben ein bisschen umgeguckt und es war halt voller Sprühfarbe überall. Mit diversen aus der linken Szene stammenden Slogans. Und das war relativ so Gutes und so relativ Interessantes zu erkunden. Hat uns viel Spaß gemacht. Und es war mitten in der Innenstadt. Tag 3 in Bukarest. Immer noch im Happy Hostel. Es ist immer noch ganz happy. Aber das Hostel ist okay. Heute ist der Internationale Frauentag. Das haben wir nicht gewusst, das hat uns ein Polizist erzählt. Und die Story dazu ist wie folgt: Wir waren in einer Sehenswürdigkeit in Bukarest
Und wir haben uns gewundert, warum die Polizisten gezielt Frauen anhalten. Und dann sehen wir, dass sie ihnen Blumen übergeben. Das hat uns immer noch verwundert. Und dann sehen wir wiederum, dass dahinter ein Kameramann steht. Das heißt, heute haben wir gesehen, wie gezielt Politik gemacht wurde. Das heißt, sie haben fotografiert, wie Polizisten Frauen in ihren Autos Blumen überreichen. Und als wir das gesehen haben, kam der Polizist auf uns zu und hat meiner Begleiterin auch noch eine Blume in die Hand gedrückt. Das fanden wir sehr witzig und haben uns schön bedankt dafür. Und wir waren überrascht, wie gut dieser Mann Englisch sprach. Weiterhin haben wir heute gesehen, dass ganz, ganz viele Frauen und auch Männer, die sehr arm aussehen, Blumen verkaufen, überall in der Stadt. Und das sind oft nur zusammengebundene Schneeglöckchen, die sie versuchen für 1, 2 Lei, also für 25, 50 Cent zu verkaufen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie arm diese ganze Region ist. Und die sind eigentlich nicht aufdringlich dabei, aber wenn sie mitbekommen, dass wir Ausländer sind, an unserer Sprache oder wenn wir am Bahnhof rumstehen, dann werden sie doch sehr penetrant. Aber das ist bis jetzt nur ein, zweimal passiert, das ist okay. Heute ist der Tag, an dem meine Reisebegleitung nach Hause gefahren ist. Also von Bukarest in einem 18-Stunden-Zug nach Wien, dort 4 Stunden Aufenthalt und dann 11 Stunden weiter Richtung Halle. Ich hoffe, dass sie morgen Abend dort ankommt. Für mich geht es jetzt also alleine weiter Richtung Osteuropa. Mein Plan ist jetzt, die nächsten 1, 2, 3 Tage noch in Bukarest zu verbringen und ein paar Leute für ein Interview über die Auswirkungen der europäischen Grenzen aufzureißen bzw. zu bekommen. Dabei werde ich wieder versuchen, über Couchsurfing einige Leute näher kennenzulernen, weil sonst wird das wohl kaum möglich sein hier. Weiterhin will ich dann noch in eine Grenzstadt, dessen Namen ich immer noch nicht richtig aussprechen kann, aber die sich an der Grenze zu Moldawien befindet, um dort noch weitere Interviews aufzunehmen. Das werde ich danach versuchen. Ich hoffe mit dem Bus oder mit dem Zug. Ja, und wenn alles klappt, versuche ich noch nach Moldawien zu kommen, um eine alte Freundin zu besuchen und dort vielleicht noch ein, zwei Interviews zu bekommen. Das Ziel ist, die Auswirkungen der Grenzziehung nach dem Zerfall der Sowjetunion erstens zu betrachten und zweitens, wie diese noch verstärkt wurde durch den Beitritt Rumäniens zur EU. Weil eigentlich sind die Rumänen und die Menschen in Moldawien sich sehr ähnlich und die Sprache ist auch sehr ähnlich. Nur läuft zwischen ihnen jetzt gerade eine EU-Außengrenze. Das heißt, es ist sehr stark bewacht und man kommt dort nicht so einfach rüber. Vor allen Dingen, die Menschen aus Moldawien brauchen ein Visum, was sie, wenn sie es bekommen, mit mindestens 60 € bezahlen müssen. Was nicht gerade wenig ist. Wie man sieht, bin ich heute draußen und mal versucht mal ohne extra Mikrofon. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich bin halt gestern noch ins Parlament gegangen. Und das ist ein riesiger Prachtbau von innen. Da wurden unwahrscheinlich viel Geld reingehauen und verbraten. Ich persönlich finde das gar nicht so toll. Aber noch riesig pompös und das für dieses arme Land, wo die Gegensätze doch so krass sind. Weiterhin bin ich gestern dann noch umgezogen zu meinem Host, den ich aufgegabelt habe. Mit Couchsurfing, der in einem Studentenwohnheim wohnt, hier um die Ecke. Ich habe mich total verfranst in der Straße, weil die Straße unwahrscheinlich lang war und mir meine Karte nicht ausgereicht hat. So bin ich 1,5 Stunden lang mit meinem schweren Rucksack rumgelaufen. Das heißt, so mit 15 Kilo auf dem Rücken, das war schon so ein bisschen anstrengend. Aber ich habe es dann irgendwann geschafft. Bin angekommen, war total erschrocken, wie die Menschen dort leben. Das muss man sich vorstellen, so 15 Quadratmeter und auf denen leben 4 Personen, so 6, 7 Jahre lang zusammen. Haben keine separate Küche, sondern nur einen Kühlschrank drin und eine Mikrowelle. Und die Toiletten sind sehr gewöhnungsbedürftig. Das heißt also keine wirkliche Kloschüssel, sondern nur Stehtoiletten. Ja, ich bin dann gestern mit den Hosten noch ein Bier trinken gegangen. Das war ganz witzig. Wir haben viel gesprochen, haben viel diskutiert und mir ist aufgefallen, dass auch die gebildeten Leute eine sehr, in meinen Augen, konservative Meinung vertreten und auch nicht sehr offen sind. Also wir haben viel über das Roma-Problem diskutiert, was in Rumänien auf alle Fälle da ist. Was immer größer wird, dass immer mehr Roma werden. Und die Rumänier haben dafür keine wirkliche Lösung. Und die beiden Jungs, mit denen ich trinken war, fanden es auch nicht so toll, dass die anderen Staaten der Europäischen Union sich da immer einmischen und sagen, wie man es doch machen könnte. Aber auch sie haben die komplette Stereotyp-Reihe von Roma runtergehauen. Also, dass sie nicht arbeiten wollen, dass sie faul sind, dass sie nur betteln wollen und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, dass sie wirklich daran glauben und nur einige Ausnahmen vielleicht zulassen. Was ich doch sehr ein bisschen schwierig fand.
da ich es eigentlich anders gesehen hatte. Ich habe viele Leute gesehen, die halt Blumen verkaufen, die halt irgendwie Gitarre spielen, versuchen sich irgendwie ein bisschen Geld dazu zu verdienen, aber natürlich auch viele Leute, die betteln. Ja, weiterhin haben wir noch darüber diskutiert, wie Homosexuelle in dem Land aufgenommen werden. Und die beiden hatten auch eine sehr konservative Meinung dazu und fanden Homosexualität als unnatürlich, so ein bisschen abartig. Und hatten das aber eigentlich eher auf zwei Männer reduziert und zwei Frauen fanden sie wiederum toll. Auf jeden Fall ein paar Denkanstöße zu geben, haben sie nur bedingt aufgenommen. Wir sind nachher die Gesprächsthemen einfach weitergegangen. Es war irgendwie schwierig, mit den Leuten sich darüber zu unterhalten. Aber wenigstens kommt der Frühling jetzt nach Rumänien. Ich sitze gerade draußen und es ist echt angenehm. Und die letzten Tage war es kaum möglich, längere Zeit auf einer Bank zu sitzen. Ich glaube, heute kann ich den ganzen Tag hier sitzen. Ich habe schon meine Jacke auf und meinen Pullover. Ich weiß nicht, wie viel Grad es sind, aber ich würde so 15 Grad schätzen. Und es ist doch sehr schön. Weiterhin habe ich jetzt schon zwei Freiwillige für mein Projekt, die sich von mir interviewen lassen wollen. Darauf freue ich mich schon in den nächsten Tagen. Und ich schreibe mit ein paar Leuten in Iași, also die Grenzstadt zwischen... eine Grenzstadt zwischen Rumänien und Moldawien. Gut, da habe ich dann einen Host bekomme, das wäre super, und dass ich dann noch ein paar Leute interviewen kann. Gestern war ich noch zu einer ganz witzigen Abschiedsparty eingeladen, die mir gar nicht als Abschiedsparty verkauft wurde, sondern nur als Cake-Party. Was auch immer das sein sollte, habe ich mir gedacht. Bin ich hingegangen und habe gedacht, mal gucken, was passiert. Den Jungen habe ich über Couchsurfing kennengelernt und ich hoffe, er wird mich auch aufnehmen in meiner letzten Nacht in Bukarest. Und auf jeden Fall hatte er einen Couchsurfer da seit einer Woche, der eigentlich nur 2-3 Tage da bleiben sollte, aber dem es in Bukarest so gut gefallen hat, dass er einfach länger da geblieben ist. Ja, und wir haben ihn verabschiedet erst mit Pizza essen, dann mit 3 verschiedenen Kuchen, die selbst gebacken waren, das war echt anstrengend gerade zu essen, dann noch mit moldawischem Wein und noch Champagner und alles, und dann war irgendwie ganz witzige Atmosphäre, aber irgendwie ging der Zug dann auch schon in 20 Minuten, das hieß alle ab in die Rostlaube, ins Auto, irgendwie durchs Eiltempo durch die Stadt geflitzt, rote Ampeln gab es irgendwie nicht wirklich, und dann ab zum Bahnhof, und im Bahnhof haben wir gerade so ein Ticket bekommen, setzen ihn in den Zug und die Türen schließen. Und er ist weg und er ist weitergefahren nach Chișinău oder Chișinău Richtung Moldawien.